Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 11 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es gehen um einen südkoreanischen Lyriker, dessen Werk ich sehr, sehr schätze und dessen Schicksal sehr anrührend ist. Eigentlich ein Schicksal, so ein trauriges Schicksal, dass es jeden berührt, der davon hört. Und ein Roman schildert die letzten Tage dieses jungen Lyrikers, der 1945 in einem japanischen Gefängnis ums Leben gekommen ist. Und der Roman stammt von Lee und heißt »The Investigation«. Der Autor eben noch mal genau, Myung Lee, The Investigation, übersetzt aus dem Koreanischen ins Englische 2012 von Chi Jung Kim. Leider gibt es diesen Roman bis jetzt nur auf Englisch, aber ich habe ihn dennoch ausgewählt, weil er einfach berührend ist. Und diejenigen von Ihnen, die Englisch gut lesen können, ich kann es Ihnen, diesen Roman nur ans Herz legen. Aber im Zentrum soll eben nicht nur dieser Roman stehen, sondern der südkoreanische Autor Yoon Dong-yu, ein Lyriker, der eben, wie gesagt, 1945 im Gefängnis in Japan verstorben ist. Bevor ich auf den Roman eingehe, der die letzten Monate seines Lebens schildert, möchte ich etwas generell zu Yoon Dong-yu erzählen. Seine Gedichte sind, jeder in Korea kennt seine Gedichte. Auch in Japan kennt man ihn. Man kennt ihn eigentlich weltweit, weil sein Schicksal und sein Menschsein so berührend ist. Wenn man sich die Fotos von ihm anschaut, die Sie finden können im Internet, so ein sympathischer, junger, sensibler Autor, das Gesicht eines jungen Mannes, der gerade mal 27 Jahre alt geworden ist, schaut einem da entgegen. Das kann einen nicht unberührt lassen. Yoon Dong-yu wurde geboren am 30. Dezember 1917 in der Mandschurei in Longjing. Heute gehört die Mandschurei zu China und wuchs in einem Dorf auf, in Mindong. Er war der älteste Sohn von 4 Kindern und in diesem Dorf wuchs er auf und wird schließlich nach Japan gehen, um in Japan zu studieren, wird dort von den Japanern verhaftet werden. Und am 16.02.1945, eigentlich kurz vor Kriegsende, ist er in dem Fukuoka-Gefängnis in Japan ums Leben gekommen. Ein Lyriker, der zum Widerstand gerechnet wird. 27 Jahre war er alt, als er gestorben ist. Und seine Gedichte sind ins Englische schon früh übersetzt worden. Aber es gibt kaum Übersetzungen ins Deutsche. Wobei ich sagen muss, seine Lyrik ist so von den Worten her so einfach, dass man auch mit minimalen Englischkenntnissen diese Gedichte im Englischen als Deutscher verstehen kann. Für uns klingen diese Gedichte zum Teil sehr unpolitisch, aber sie sind hochpolitisch. Das ist auch ein Merkmal der koreanischen Lyrik ganz allgemein. Darauf werde ich später noch kurz zu sprechen kommen. Also Yoon Dong-yu verbringt dann seine Kindheit im Dorf, an der Grenze. Das Dorf liegt an der Grenze zum heutigen Nordkorea, am Tumanfluss. Das ist der Grenzfluss zwischen China, Nordkorea, Russland, das ist diese Gegend. Und in dem Dorf Mindong, Longjing, in der Ortschaft, hatten sich schon im späten 19. Jahrhundert sehr viele Koreaner
angesiedelt, die geflohen waren aus Korea, nachdem immer mehr ausländische Mächte, gerade auch Japan, in Korea Fuß gefasst hatte. Er ging dort zur Schule, 1932 kam er in die Schule, in die Mittelschule in Longjing, wechselte dann nach Pyongyang, das ist die heutige Hauptstadt von Nordkorea, über und ging in eine katholische Missionsschule. Der Katholizismus, überhaupt das Christentum, hatte ja in Korea im späten 19. Jahrhundert Fuß gefasst und sehr viele moderne Schulen wurden von christlichen Missionaren geleitet. Er musste dann nach Longjing zurück, da die Schule geschlossen wurde, kam schließlich in eine Highschool nach Seoul und studierte am damaligen Yonli College, auch das eine christliche Missionsschule, englische Literatur. Heute ist dieses Yonli College bekannt unter dem Namen Yonsei University, also ist eine Universität geworden. Er schreibt Gedichte, die nicht veröffentlicht werden können, aus politischen Gründen, worauf ich noch zu sprechen komme, wechselt dann 1942 an eine Uni in Japan, zunächst nach Tokio und dann ein Semester später nach Kyoto, um an dieser japanischen Universität studieren zu können, muss er einen japanischen Namen annehmen. Hiranuma Tohu, so hieß er dann. Und wie gesagt, er studiert dann in Kyoto an der Doshisha-Universität englische Literatur. In diesen Jahren und schon 1941 entstehen die letzten Gedichte, die von ihm überliefert sind. Schließlich wird er verhaftet, und zwar kurz nachdem er sich entschlossen hat, nach Korea zurückzukehren. Die politischen Verhältnisse waren mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Pearl Harbor und so weiter und so fort, so furchtbar geworden, dass die Koreaner eigentlich zurück mussten. Auch Jung Dong-Lee hatte alle Papiere zusammen, wollte zurück nach Korea, gab ein Abschiedsfest am Uji-Fluss, das können Sie googeln, gibt Fotos davon, sozusagen sein letzter Abend mit seinen Freunden in Japan am Uji-Fluss. Und kurz darauf wird er verhaftet und am 14.07.1943 und das in das Shimogano Polizeistation gebracht und verurteilt nach dem Gesetz The Maintenance of the Public Order Act, also Störung der öffentlichen Ordnung. Er wird verurteilt zu 2 Jahren Gefängnis und soll am 30. November 1945 entlassen werden. Die Bedingungen in diesem Fukuoka-Gefängnis, in dem er dann saß, waren furchtbar. Und dort ist er dann eben auch gestorben am 16. Februar 1945. Er muss sowieso in einem furchtbaren körperlichen Zustand gewesen sein, Hunger, Folter, Schläge und so weiter. Und man vermutet sogar, dass er gestorben ist an medizinischen Versuchen, die Japaner an Gefangenen verübt haben. Einen Monat später stirbt in dem Gefängnis sein Cousin Song Mong-gyu, der Dong-yu eigentlich sein erwachsenes Leben lang begleitet hat durch diverse Schulen und Universität, gleichaltrig, ein politischer Aktivist, der eben, wie gesagt, seit der Mittelschule und dann im College und an der Uni immer bei ihm war. Und der stirbt in dem Gefängnis dann einen Monat später, auch kurz vor der Befreiung Koreas
nach dem Zusammenbruch Japans. Von ihm ist in dem Roman von Lee, The Investigation, keine Rede, was ich auch interessant finde. Der Fokus liegt ganz allein auf Dong Yu. Dong Yu hat über 100 Gedichte geschrieben und berühmt ist er geworden durch einen Gedichtband, der posthum 1948 erschienen ist, The Sky, The Wind, The Stars and the Poem. Also der Himmel, der Wind, die Sterne und das Gedicht. Und das Vorwort hat dazu geschrieben ein anderer koreanischer Autor, Chung Chi-yong, das ist auch einer der wichtigsten Dichter Koreas. Auch er dann 1950 im Gefängnis umgekommen, diesmal in Pyongyang. Auch nach ihm, wie nach Dong Yu, ist ein Literaturpreis benannt. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Dichter für die Koreaner und auch eigentlich weltweit bekannt. Nach seinem Tod kam früh der Ruhm von Dong Yu. 1968 richtete die Yonsei University ein Jung Dong Yu Poetry Prize ein, also einen Preis, der nach ihm benannt wurde. 1986 wurde er erwählt als einer The Most Popular Poet Among the Youth, also als einer der berühmtesten, populärsten Dichter, berühmt unter den jungen Menschen Koreas. 2010 stand er auf der Liste der Korean Poets Association unter den 10 wichtigsten koreanischen Dichtern, also der Vereinigung koreanischer Dichter, wurde er unter die 10 wichtigsten koreanischen Dichter genannt. Übrigens auch wie Chung Chi-yong, der das Vorwort zu seinem Gedichtband geschrieben hat. 2003 erschien die erste englische Übersetzung seiner gesammelten poetischen Werke. 2011 kam es sogar dazu, dass ein Musical geschrieben wurde, das in Seoul aufgeführt wurde und sein Leben zum Thema hatte. 2015 wurde schließlich ein Film gedreht, Dong Yu, The Portrait of a Poet, also das Porträt eines Dichters. Und es gibt in Seoul, in der Pinson Hall der Yonsei Universität, einen Memorial Hall von über Yun Dong Yu, die sehr frequentiert wird. Seine Gedichte kennt jeder in Korea. Es ist sowieso so, dass Lyrik einen ganz anderen Stand in Korea hat als bei uns in Deutschland. Das hat historische Gründe, auf die ich noch eingehe. Berühmt sind geworden die Gedichte Vorwort, Prelude, Das Kreuz, Sterne zählen, Der erste Morgen der Erde, Selbstporträt und Bedauern, Beichte. Sehr viele seiner Gedichte werden eben in diesem englischen Roman zitiert, in diesem koreanischen Roman, der auf Englisch übersetzt worden ist. Und von daher lohnt sich schon die Lektüre, weil man eben mit sehr vielen Gedichten dann auch vertraut wird, die man sonst nicht so leicht findet. Noch immer ist die koreanische Lyrik nicht zu finden in den deutschen Ausgaben oder sehr wenige. Es gibt berühmte südkoreanische Romanschriftsteller, die auch in Deutschland bekannt sind, aber die Lyrik hat noch nicht so einen großen Publikumskreis gefunden. Ich finde, ich habe jetzt hier ein Sammelband Wind und Gras, moderne koreanische Lyrik, und dort findet man ein paar Übersetzungen von Jung Dong Yu, die aus 2 will ich Ihnen vorlesen. Das Institut
Literaturinstitut Koreas hat ein Institut, das die ein Übersetzungsinstitut, Literature Translation Institute of Korea, also ein Institut, das sich der Übersetzung, der Förderung koreanischer Literatur im Ausland widmet, eine kurze Zusammenfassung geschrieben, was Jung Dong-Yus Gedichte charakterisiert. Daraus lese ich vor. Ich habe sie ins Deutsche übersetzt. Yuns Gedichte zeichnen sich durch die kindliche Persönlichkeit seiner Erzähler aus, also der Erzähler, die in den Gedichten zu Wort kommen. Sein sensibles Bewusstsein für eine verlorene Heimatstadt und eine ungewöhnliche Schuldmentalität, die aus dem Gefühl der Scham darüber resultiert, dass er in einer Zeit düsterer sozialer Realitäten kein Leben führen konnte, wie es ihm sein Gewissen eigentlich vorgeschrieben hat. Leben und Tod sind repräsentativ für diese Gedichte aus den Jahren 1934 bis 1936. Das ist die Zeit, in der er literarisch gelernt hat. Sie beschreiben den Konflikt zwischen Leben und Tod oder Licht und Dunkelheit. Der poetische Rahmen dieser frühen Gedichte ist aber noch relativ groß. Ab 1937 zeugen seine Gedichte jedoch von schonungsloser Selbstbeobachtung und Angst vor den dunklen Realitäten der Zeit. Die Gedichte dieser späteren Periode erreichen klare literarische Früchte, also zeichnen sich durch klare Aussagen aus in Bezug auf ihre Reflexion über das innere Selbst und die Anerkennung nationalistischer Realitäten, wie sie in den eigenen Erfahrungen des Dichters zum Ausdruck kommen, also die japanische Besatzung Koreas. Insbesondere zeugen sie von einem eisernen Geist, der versucht, Angst, Einsamkeit und Verzweiflung zu überwinden und die gegenwärtigen Realität durch Hoffnung und Mut zu überwinden. Und so ist Yun Dong-Yu, der sehr, sehr persönliche und private Gedichte zu schreiben scheint, eigentlich ein Widerstandsdichter geworden, was für unsere Ohren nicht so leicht nachvollziehbar ist, aber weil sie sehr persönlich klingen, sehr intim eigentlich, ohne Ideologie zu vermitteln, unpolitisch zu sein scheinen. Aber für Korea sind das ganz klar politische Gedichte. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Bevor wir uns zwei seiner Gedichte anschauen, und dann eben auch auf den Roman zu sprechen kommen, muss ich etwas sagen zur Geschichte Koreas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Korea war schon im 19. Jahrhundert zwangsweise geöffnet worden gegen Westen hin, Russland, Japan, USA, auch Deutschland. Hatten Einzug gehalten in Korea. Nordkorea hat man damals das Jerusalem des Ostens genannt, weil das Christentum durch christliche Missionare dort so Fuß gefasst hat. Das ist ganz witzig. Pjöngjang war wirklich ein Zentrum der christlichen Missionierung geworden. 1860 hatte China den Opiumkrieg gegen die Engländer verloren und die Folge war, dass auch China eben durch die Dominanz der europäischen Nationen immer mehr an Macht verlor und damit eben auch an Macht, die China gehabt hatte in Korea. In den 70er Jahren die Meiji-Restauration, die gewaltsame Öffnung Japans durch die Amerikaner, führten aber in Japan dazu, im Unterschied zu Korea, dass Japan sich sehr schnell hochgerüstet hat und sehr schnell versucht hat, aus seinen jahrhundertealten Traditionen aufzubrechen, sich zu modernisieren.
und die technischen Herausforderungen des Westens anzunehmen, um dem Westen Widerstand leisten zu können. Im Zuge dessen hat Japan sich modernisieren können, hat ein Take-off erlebt in der Wirtschaft, in der Technologie, Eisenbahnen, Telefon und alle Neuerungen, militärische Neuerungen kamen nach Japan. Und abgesehen von kulturellen Modernisierungen, komme ich gleich noch drauf, sodass Japan dann zu einer Weltmacht geworden ist, schon sehr, sehr früh, und Korea unterjocht hat. Diese Modernisierung hat, wie gesagt, auch die Literatur betroffen. Nach Japan kam abendländische Literatur, englische, deutsche, französische, auch eine amerikanische, Shakespeare, Dante, Proust, Rilke, Yeats, die Bibel schon sowieso, kam nach England, nach Japan und kam über Japan dann mit der Eroberung Koreas auch nach Korea. Korea wurde endgültig 1910 ein japanisches Protektorat und von dort aus Südkorea expandierten dann die Japaner Richtung Norden, Richtung Mandschurei. Das habe ich Ihnen das letzte Mal dann bei Puyi schon erzählen können, die chinesisch-japanischen Kriege in den 20er Jahren, schließlich die Eroberung der Mandschurei und die Etablierung eines Kaiserreichs mit dem Kaiser Puyi 1938. Das war ja das Thema der letzten Sitzung. Von dort, von der Mandschurei, von Norden her, versuchten dann die Japaner nach Süden auszugreifen, nach China. Und Korea, das heutige Nord- und Südkorea, war für die Japaner eben ein Sprungbrett auf den Kontinent. Zwischen 1910 und 1945 war Korea, also unter japanischer Herrschaft, und wurde unterdrückt, wurde ausgebeutet, kapitalistisch ausgebeutet. Die Japaner siedelten im Norden Koreas die Industrie an und machten den Süden mit seinem fruchtbaren Klima zu einer Gegend, einem Gebiet der Landwirtschaft, vor allem Reisanbau, was für die japanische Ernährung dann eben auch wichtig wurde. Man zwang die Koreaner zur Zwangsarbeit. Und als dann die Amerikaner Hiroshima und Nagasaki 1945 bombardierten, waren 30% der toten Koreaner, die dort als Zwangsarbeiter gearbeitet hatten. Sie alle kennen, denke ich, die sogenannten Trostfrauen, also die Zwangsprostitution, die die Japaner mit den koreanischen Frauen betrieben hat. Und generell ist eben zu sagen, dass die Japaner auf die Koreaner herabblickten. Sie waren minderwertig in ihren Augen. Sie waren zurückgeblieben im Mittelalter, im feudalen Staat. Sie waren primitiv. Intellektuell würden sie nie auf den gleichen Stand kommen können wie ein Japaner, das eben konnte. Und dazu hin galt für die Japaner, wer sich unterwarf, wer Kriegsgefangener wurde, war minderwertig. Denn er gab sein Leben nicht hin im Kampf für sein Volk. Und das wurde mit Verachtung seitens der Koreaner gestraft. Das ist dann eben auch amerikanischen Soldaten so gegangen, die von den Japanern gefangen genommen wurden. Und diese Verachtung, dieses Gefühl, die Koreaner sind minderwertig, das ist ganz deutlich zu spüren eben in dem Roman von Lee, wie das Klima in dem Gefängnis Fukuoka ist. Die Japaner zwangen dazu hin, die Koreaner, wie sie auch die Chinesen dazu zwangen, den Shintoismus als Staatsreligion anzunehmen. Das Christentum wurde unterdrückt und konnte dann eben auch
in der Folge sozusagen sich auf die Seite der Widerstandsbewegung einreihen, sodass das Christentum in Korea eine ganz wichtige Rolle auch heute noch spielt, aus verschiedenen Gründen, aber eben auch aus diesen historischen Gründen. Literatur. Dong-ju ist ja ein Dichter und die literarische Tradition Koreas ist für ihn ausschlaggebend. Ganz kurzer Rückblick. Bis 1900 war die Literatur in Korea chinesisch beeinflusst. Chinesische Sprache, chinesische Schrift, Texte verfasst auf Chinesisch von Koreanern in chinesischer Schrift. Und erst im frühen 20. Jahrhundert kam es dazu, dass die Koreaner in ihrer eigenen Sprache anfingen zu schreiben und in ihrer eigenen Schrift, dem Hangul, das seit dem 15. Jahrhundert in Korea existierte und jetzt erst sozusagen seinen Potenzial entfaltete. Die Koreaner fingen an, auf Koreanisch zu dichten, in Hangul zu schreiben. Ein neuer Ton kam auf, ein neuer koreanischer Volkston, gerade in der Zeit, in der Korea immer mehr vom Westen und Japan unterdrückt wurde. Und diese neue koreanische Welle wurde sofort unterdrückt, als die Japaner kamen. Sofort wurde die koreanische Sprache unterdrückt und die koreanische Schrift. Und weil die Japaner zunächst eine Politik verfolgten, die sie ein Leib und eine Seele nannten. Sie wollten die Koreaner und Japaner zu einem Volk verschmelzen. Und zwar wirklich durch Umerziehung. Und dazu gehörte eben auch die Annahme der japanischen Sprache und des Shintoismus für Korea. Das ist ganz furchtbar für die Jungen, für Korea gewesen. Auf der anderen Seite kam durch diese japanische Dominanz kamen schon auch Modernisierungen nach Korea hinein, die diese alte, traditionsreiche Gesellschaft aufbrachen, nämlich öffentliche Schulen. Die Demokratisierung des Schulischen, das kam durch die Japaner. Von nun an könnten nicht nur koreanische Aristokraten in Schulen gehen, sondern alle. Die öffentliche Bildung nahm ungeheuer zu. Abendländische, moderne Literatur, Poesie, Romane, Philosophie strömte eben auch nach Korea. Und Dong-ju machte Bekanntschaft mit dieser modernen abendländischen Literaturphilosophie in Seoul, als er dort auf die Missionsschule ging. Als dann die Kriege ausbrachen, vor allem ab den 30er Jahren, wurde aus dieser Politik ein Leib und eine Seele immer mehr eine Repressionspolitik. Die koreanische Sprache wurde endgültig unterdrückt. Schon ab 1915 war sie alleinige Unterrichtssprache gewesen. 1938 wurde dann der Gebrauch der koreanischen Sprache auch im Privatbereich verboten. Die koreanische Tracht wurde verboten, also ihre Kleidung, die berühmte koreanische Kleidung. Und ab Februar 1940 zwang man die Koreaner, japanische Namen anzunehmen. Wer das nicht tat, bekam keine Lebensmittelkarten mehr. Die Kinder wurden nicht eingeschult oder nicht versetzt. Man wurde aus der Arbeit entlassen oder man bekam gar nicht erst eine Arbeit. Postsendungen mit koreanischen Namen wurden nicht befördert. Und das führte dazu, dass schon im August 1940 80% der Koreaner einen japanischen Namen angenommen hatten. Und auch Dong-ju nahm eben einen koreanischen Namen an, weil er studieren wollte, weil er Literatur liebte. Und da blieb ihm nichts anderes übrig,
als einen japanischen Namen anzunehmen und in Japan zu studieren, dort, wo wirklich eben englische Literatur am besten studiert werden konnte. Aber natürlich bedeutete die Annahme eines japanischen Namens und der Umgang in der japanischen Sprache einen ungeheuren Identitätsverlust für diesen jungen Koreaner. Und jetzt muss man noch generell etwas sagen zur Literatur in Korea. Korea war ja lange auch von China dominiert gewesen und das konfuzianische Beamtensystem hat bis ins 20. Jahrhundert hinein sozusagen gereicht und seine Auswirkungen gehabt. Und für einen Beamten, auch in Korea, bedeutete das, dass er eine Aufnahmeprüfung machen musste und dass er dazu die chinesischen Klassiker kennen musste und dass er ein Gedicht schreiben können musste. Alle politischen Beamten sozusagen mussten Gedichte schreiben können, sodass die Lyrik von vornherein in Korea etwas Politisches hat. Ganz im Unterschied zum Abendland, zu Europa, zu USA, wo Lyrik etwas sehr Persönliches ist, etwas sehr Privates. Es sind individuelle Seelenergüsse, die in unseren Gedichten zu spüren sind. In Korea haben die Gedichte, ja, ich denke, bis in die heutige Zeit so eine politische Dimension, die wir so gar nicht nachvollziehen können zunächst. In der Lyrik wird in den Gedichten der Einzelne immer als Teil der Gesellschaft auch kommt er zu Wort. Er ist immer eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext, der unterschwellig da ist und den Koreaner hören, den wir Europäer uns erst erschließen müssen. Es ist unglaublich, wie junge Menschen in Korea Gedichte lesen. Das ist für mich bezaubernd gewesen, als ich in Korea war. Und also beeindruckend zum Beispiel, es gibt eine große Mall in Seoul, die COEX Mall. Und mitten in diesem riesen Einkaufszentrum, wo man seine Koffer stehen lassen kann, um dann direkt auch zum Flughafen weiter zu fahren. Vorher geht man eben noch einkaufen, findet alles in dieser Mall. Da gibt es eine Bibliothek, die Starfield Library in Samsung-dong. Eine gigantische Bibliothek in Seoul im Einkaufszentrum. Gucken Sie sich einmal diese Bilder von dieser Bibliothek an, die ist auch richtig berühmt. Und das ist beeindruckend, wie viele Menschen da sitzen. Es geht auch laut zu. Und lesen. Und gerade auch wenn man südkoreanische Soaps liebt, wie ich das tue, dann lesen und zitieren die Helden und die Heldinnen immer wieder Gedichte. Und in den sozusagen einfachsten Liebessoaps zitieren sie die hochwertigsten Gedichte, die man sich vorstellen kann. Von daher gesehen ist eben auch Dong Yoo immens populär in Korea und inzwischen auch in Japan. Noch dazu, weil seine Gedichte wirklich einfach verständlich sind, auf den ersten Blick auf Koreanisch geschrieben sind, sehr das nationale Gefühl der Koreaner in der japanischen Beherrschtheit zum Ausdruck bringen. Das Klima ist ein Klima in seinen Gedichten von Opfer und Widerstand. Korea, Japan. Noch heute ist ja in Japan immer eine starke Tendenz zu finden, die die Gräueltaten der Japaner verleugnet im Zweiten Weltkrieg. Es gibt immer noch von offizieller Seite Probleme, sich mit der eigenen schlimmen Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen. Aber unter den jungen Menschen ist natürlich das schon anders geworden. Ich möchte Ihnen
bevor ich auf den Roman dann zu sprechen komme, zwei Gedichte von Jung Dong-ju vorlesen, die ich hier in diesem deutschen Gedichtband gefunden habe, die ich liebe, die wirklich berühmt sind. Jung Dong-ju, Bekenntnis. Dass im rot gerosteten Kupferspiegel mein Gesicht übrig blieb, warum, als welchen Königreiches Trümmerfeld wird es mir so zur Schande? Lasst mich meine Beichte auf eins beschränken, für welche Hoffnung ich 24 Jahre und einen Monat lebte, morgen oder übermorgen, eines freudigen Tages werde ich eine weitere Beichte zu schreiben haben, warum ich damals in meiner Jugend ein so beschämendes Bekenntnis leistete. Jede Nacht, wenn es Nacht wird, will ich meinen Spiegel mit den Handflächen, mit den Fußsohlen glänzend reiben, dann taucht im Spiegel das Bild eines traurigen Wanderers auf, einsam, unter fallendem Stern. Bekenntnis, berühmtes Gedicht. Er ist 24 Jahre und einen Monat, als er das geschrieben hat, also hat er das im März 41 geschrieben. Ein Kupferspiegel, in dem sich sein Gesicht spiegelt, die Dynastie, das Königreich, das alte Königreich Koreas, Joseon, die Dynastie, die glorreiche Vergangenheit Koreas, als sie noch frei waren. Und dieser Spiegel ist rot gerostet. Und wer sich darin als Koreaner spiegelt, erlebt eine Schande, eine Scham, weil er nicht mehr frei ist, weil er sich in einer Vergangenheit gespiegelt ist, sieht, die anders ist als seine Gegenwart. Die Unterdrückung durch die Japaner, die beherrscht Korea. Man muss einen japanischen Namen annehmen. Das Ich, das sich darin reflektiert, reflektiert sich als Wanderer fern der Heimat unter einem fallenden, das heißt verlöschenden, sterbenden Stern, der im Weltall verglüht. Von daher ist dieses Gedicht eben ein eminent politisches Gedicht, obwohl von Politik keine Rede ist. Das nächste Gedicht, was ich eigentlich noch mehr liebe, heißt Selbstbildnis. Hinter der Biegung des Bergs, einen abgelegenen Brunnen, suche ich alleine auf und sehe ruhig hinein. Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wind und ist Herbst. Und ein Mann ist darin. Irgendwie wird mir der Mann verhasst und ich gehe fort. Im Fortgehen steigt für den Mann ein Bedauern auf. Ich gehe zurück und schaue, da ist der Mann wie zuvor. Wieder wird mir der Mann verhasst und ich gehe fort. Im Fortgehen steigt nach dem Manne Sehnsucht auf. Im Brunnen leuchtet der Mond und treiben Wolken und dehnt sich der Himmel und bläst ein blauer Wind und ist Herbst und ist wie eine Erinnerung ein Mann. Das finde ich ein traumhaft schönes Gedicht. Also die Geschichte, ein Dorf, Jung Dong-ju ist auf dem Dorf groß geworden, wo es Brunnen gab. Es ist Nacht, der Himmel scheint in diesen Spiegel des Brunnens, die Sterne, ein Wind weht und er schreibt ein Gedicht und so heißt er dann auch. Sein posthum veröffentlichter Gedichtband Himmel, Sterne, Wind und ein Gedicht. Und nun beugt sich eben über den Rand des Brunnens ein Mann und spiegelt sich darin. Und dieser Mann, der jetzt eben unter japanischen Herrschaft lebt, hasst sich. Sein Spiegelbild, was sich in dem Brunnen spiegelt, wird ihm verhasst. Und er will es nicht sehen, er geht weg. Und dann kommt aber doch noch die Sehnsucht auf, sich zu finden, sich reflektiert zu sehen.
Und wieder kehrt er zurück, um sich zu finden, und wieder sieht er nur ein Spiegelbild, das ihm verhasst ist. Und dann diese Schönheit der Natur, der nächtlichen Natur, dieser Wind und der blaue Himmel und diese Erinnerung, die sich in diesem Spiegel des Wassers spiegelt, die Erinnerung an einen Mann, der vielleicht einmal eben ein freier Mann gewesen ist oder wieder werden kann. Und der sich in diesem Wasser gespiegelt hat, das ist also, wie ich finde, wunderbar beschrieben. Ein eminent politisches Gedicht, was man so, wenn man das Gedicht hört, gar nicht erstmal vermutet. Nun komme ich auf den Roman The Investigation zu sprechen von Lee. Das ist nun ein Roman, der die letzten Monate von Dong Yu schildert, auf sehr besondere Art und Weise. Aber als Fiktion. Es ist ein Roman, der die letzten Monate des Dichters erfindet. Es ist nicht faktisch, was er da schreibt, sondern erfunden. Und einmal sagt einer der Erzähler in diesem Roman, ein Japaner, Watanabe, auf die Frage eines amerikanischen Offiziers, der ihn befragt nach der Befreiung, Eroberung Japans, antwortet Watanabe: "Sometimes fiction can reveal more truth than the bare facts." Also manchmal kann eine fiktive Erzählung mehr Wahrheit enthüllen als reine Fakten. Und genau das hat Jung-Jung Lee vorgehabt. Jung-Jung Lee ist ein Journalist, geboren 1965 in Daegu, hat dort auch studiert, also Südkorea, und ist sehr populär in Südkorea. Er hat viele historische, fiktionale Romane geschrieben, millionenfach gelesen in Südkorea, Vorlagen für die Fernsehminiserien und hat eben ein Buch geschrieben, The Investigation, über Dong Yu, das nominiert wurde für den Independent Foreign Fiction Prize 2017. Ebenso wie den Premio Bancarella Preis, einen italienischen Literaturpreis. Hat also weit über Korea hinaus Beachtung gefunden. Hochgelobt worden, im Westen eine große Resonanz erfahren, leider eben nur im englischsprachigen Westen, denn es gibt eben noch kein, soweit ich weiß, noch keine deutsche Übersetzung dieses Romans. 2014 wurde er interviewt und da berichtet er, wie er darauf kam, einen Roman über Dong Yu zu schreiben. Er habe 1989 eine Reise nach Kyoto gemacht und einen Kommilitonen Dong Yus gefunden, der alt geworden war, der mit Dong Yu auf die Doshisha-Universität gegangen war, aber noch nie etwas 1989 von diesem großen südkoreanischen Lyriker gehört hatte. Eben wie gesagt, Japan setzt sich nicht sehr gern mit seiner eigenen Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg auseinander. Und in der dortigen Bibliothek hatte er aber Gedichte von Dong Yu auf Koreanisch und Japanisch gefunden und beschlossen, sich mit diesem Autor auseinanderzusetzen. Schließlich hat er diesen Roman geschrieben und herausgebracht, The Investigation, der fiktiv ist. Und eigentlich das Thema hat die Konfrontation von Poesie und Gewalt.
Poesie und Musik, die gegen Gewehre und Messer kämpfen und gegen Folter und gewinnen. Und so ist The Investigation eine Hommage und ein Klagelied auf Dong Yu geworden. Eine Hommage und ein Klagelied, in dem er eigentlich den Sieg Dong Yus, den Sieg der Poesie über die Gewalt, in dem Fall der Koreaner, schildert. Eine äußerst spannende Geschichte, die eben von Anfang bis zum Schluss im Gefängnis Fukuoka spielt und eine Krimi-Geschichte ist. Beginnen tut sie mit dem Mord an einem Wächter, der ein ganz brutaler Wächter in diesem Gefängnis ist. Und ein junger Wächter, Watanabe Yuichi, wird beauftragt, diesen Mord aufzuklären. Er beginnt mit einer Untersuchung, einer Investigation, und bekommt nach und nach immer Merkwürdigeres heraus. Nach und nach in sehr vielen Twists enthüllen sich Geheimnisse in diesem Gefängnis, die erfunden sind und die ja rein fiktional sind und die eben so spannend entdeckt werden, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Da gibt es einen Tunnel. Da gibt es ein ganz geheimes Postkartensystem, über das ich gar nichts weiter erzählen will. Da gibt es ein Konzert, was in dem Gefängnis stattfindet. Da gibt es Drachenflieger. Und da gibt es medizinische Versuche an Gefangenen. Sehr viele Twists. Immer ist es überraschend, bis zum Schluss, bis praktisch zum Ende. Kommen immer neue Twists. Dieser Roman ist freilich nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter, es ist grausam, was berichtet wird von eben diesem Foltergefängnis. Lee hat sehr gut recherchiert, schon zum Beispiel in dem einen Punkt, dass die Gefangenen monatlich Postkarten an ihre Familie schreiben konnten. Und das spielt eine Rolle in diesem Roman. Er erzählt von den Büchern, die Dong Yu liebte und von denen man in dem Roman dann auch etwas erfährt, oder von der Musik, die Dong Yu liebte. Er beschreibt die Repressalien, denen sich ein koreanischer Autor, der auf Koreanisch schreibt, ausgesetzt sieht und wie es dazu gekommen ist, dass Dong Yus Gedichte, The Sky, The Wind, The Stars and The Poem, überlebt hat. Dong Yu hat drei handschriftliche Exemplare dieses Gedichtbands gemacht. Eins hat er selber behalten, ein Exemplar eins hat er seinem alten Unilehrer in Seoul gegeben und ein drittes hat er an einen Kommilitonen in Seoul gegeben, Yong Myung-suk-guk. Und der hat gewusst, dass es sich um wunderbare Gedichte handelt und hat sie seinen Eltern nach Südkorea gegeben. Und diese Eltern haben diese Gedichte, diese handschriftliche Fassung in einem Ort, Gwangyang, das liegt westlich von Busan, ganz an der Südküste Südkoreas, unter einer Diele im Fußboden versteckt. Auch dieser Ort ist heute zu einem kleinen Museum geworden für Dong Yu. Durch diesen Fund, der eben 1948 dann ans Tageslicht kam, haben seine Gedichte überlebt. Und schon allein das ist ja einen Krimi wert. Was die Namen angeht, Watanabe, Mutsuhiro war nun ein berühmter japanischer Soldat, berühmt für seine Foltertechniken. Also der ist einfach berühmt vom Namen Watanabe Mutsuhiro, und der Haupterzähler heißt Watanabe, ein schrecklicher Folterer,
der den Zweiten Weltkrieg unbehelligt überlebt, auch die Nachkriegszeit und schließlich unbehelligt und reich 2003 stirbt. Oder ein anderer Name ist Maeda, Ishiro Maeda. Maeda heißt auch ein Wächter. Und das bringt wieder einen Zusammenhang mit der Folterung von US-Amerikanern, die am 15. August 1945 in Fukuoka geköpft wurden, vorher bevor sie gefoltert wurden. Und auch wie viel Sektion an ihnen ausgeübt worden ist. Auch das kommt zum Schluss sogar noch in diesen Roman hinein, sodass man, das ist ein sehr authentisches Gefühl für diese Zeit, auch für diese schreckliche japanische Zeit bekommt. Die medizinischen Versuche an Gefangenen sind bekannt. Immer noch, wie ich finde, eigentlich im Westen zu wenig. Wir alle kennen die Menschenversuche eines Josef Mengele in den Vernichtungslagern der Deutschen. Wir wissen von grausamen Menschenexperimenten in den Sowjetunion, wir in den Nordkorea. Und dann scheint es eben so zu sein, dass Yong Du gestorben ist an Infusionen von Salzwasserlösungen, die man an Gefangenen gemacht hat, um einen Blutersatz zu finden. Denn die Blutverluste waren eben im Zweiten Weltkrieg so immens hoch, dass man nach Blutersatz gesucht hat. Und da hat man eben auch solche Versuche mit Gefangenen gemacht. Die Japaner haben eine Einheit eingerichtet in der Mandschurei, die Einheit 731, die ist berüchtigt. Und in dieser Einheit haben sie biologische Waffen entwickelt, Pest, alles Mögliche. Dort hat man eben. Und als dann der Zusammenbruch kam, gingen die Hauptverantwortlichen, zum Beispiel der Mikrobiologe Shiro Ishii, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Shiro Ishii, straffrei aus, weil die US-Amerikaner seine Ergebnisse haben wollten. Es begann ja der Kalte Krieg mit der Sowjetunion und da haben dann die Amerikaner eben diese Menschenversuche, die Ergebnisse dieser Menschenversuche auch gewollt und schließlich auch zum Teil eben im Vietnamkrieg dann eingesetzt. Das ist eine grauslige Geschichte. Der Roman Les schildert den Sieg der Poesie über die Unmenschlichkeit. Und so grausame Sachen er schildert, desto stärker kommt auf der anderen Seite diese Sanftheit und dieser Pazifismus des Dichters Dong Yu heraus, der sich den Brutalitäten im Gefängnis verweigert. Der Roman schildert, wie japanische Monster im Verfallen, wie sie menschlich werden, wie sie nicht anders können, als ihn zu lieben und auch zu helfen. Und so ist es es ist eigentlich bei aller Grausamkeit, als würde Lee schreiben, was er Dong Yu im Gefängnis gewünscht hätte, als wie ein Wunsch, den er in Erfüllung gehen mö möchte, gehen möchte. Also es möge doch so gewesen sein für Dong Yu, dass er dann auf Wächter trifft und Mitgefangene, die ihn lieben, die Literatur wertschätzen, die Musik wertschätzen. Und bei aller Grausamkeit des unausweichlichen Endes, dass Menschen aufeinandertreffen, die Poesie und Musik lieben und die ihm letztlich dann doch sein Ende etwas leichter machen. Eine rein fiktive Geschichte, sehr, sehr spannend geschrieben. Ich kann sie nur empfehlen. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit diesem
Yun Dong-ju auseinanderzusetzen und zu schauen, ob er nicht doch das eine oder andere Gedicht, das es auf Englisch gibt, lesen und verstehen kann.